Trader. Mit uns hast du gute Karten. Herzlich willkommen zu unseren wöchentlichen Trader Locals live aus dem Trading Karte Superstore. Erste Runde heute, Marco gegen meine Wenigkeit. Viel Spaß. Falls man selbst mitspielen wird, bei unseren Locals traderonline.de. Ticket kaufen im Eventsbereich, vorbeikommen, Spaß haben und vielleicht kann man selbst ins Spiel mitspielen. Wir legen los und dann ja, gucken wir mal, was so passiert. Ne? Auf ein Gutes. Auf ein Gutes. Du musst noch würfeln. Muss ich das? Will ich das? Oder darf ich so anfangen? Nö, auf gar keinen Fall. Hallo. So einfach mache ich es dann doch nicht. Eine 3. Ja, dann nehme ich den hier. Eine 1. Ja. Dann möchte ich gerne anfangen. Habe ich mir gedacht. Ah, dann gucken wir mal. Ja. Gucken wir doch mal, ob ich dich ja ein bisschen heute ins Schwitzen bringen kann. Ja, bestimmt. Schauen wir doch mal. Was zum... Henker. Ja, was konnte man so sagen. Ich werde einfach mal nur 2 Karten verdeckt setzen und dann meinen Spielzug fürs Erste beenden. Okay, dann ziehe ich eine Karte. Draw. Mhm. Standby Main. Ja. Dann setze ich eine Karte. Mhm. Dann würde ich mein Unicorn Special. Das darfst du machen, weil du keine Monster kontrollierst. Richtig. Das ist soweit in Ordnung. Und der hätte noch den Effekt, dass ich mir noch eine Zauberkarte suchen darf und ich den aktivieren würde. Möchtest du den Effekt denn aktivieren? Jo. Wenn du nichts dagegen hast? Du darfst den Effekt gerne aktivieren, aber ich kette meinen Kräfteraum daran an. Ich zahle 1000 Lebenspunkte, um die Effekte aller Monster da würde ich aber auch gerne drauf zu annullieren. Anketten. Und zwar mit verbotener Lanze. Damit schützt du dein Monster für den Rest des Spielzuges vor den Wirkungen von Zauber- und Fallenkarten. Genau. Ja, das ist soweit in Ordnung. Okay, dann verliert man dann noch 800 ATK und ich würde mir eine Karte suchen. Dann darfst du das gerne tun, ja. Ja, ist momentan ein sehr beliebtes Staple im Kashtira-Deck. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir die Kashtira-Theose suchen wollen. Ja, das ist soweit in Ordnung. Gut, was ist das? Sehr gerne, Nekron Sarek. Haben uns auch gefreut, dass wir das wieder im Vorfeld öffnen dürfen, das neue Produkt. Ja, muss ich vielleicht noch ein paar Mal dran. Meinst du? Normal wohl. Wird sich zeigen. Dann aktiviere ich die Kashtira-Theosis auch. Ja, das heißt, du darfst jetzt ein Kashtira-Monster auf dem Feld wählen und dann ein Kashtira-Monster mit einer anderen Eigenschaft aus deinem Deck beschwören. Genau, ich würde mein Einhorn wählen. Logischerweise. Und den Fenrir beschwören. Das darfst du gerne tun. Und der hat jetzt keine Effekte. Ja, zumindest werden die halt annulliert. Außerdem kommt dein Monster in Verteidigungsposition. Achso, war doch richtig, ja. Mhm. Und du darfst nur noch Exis-Monster aus deinem Extra-Deck beschwören. Richtig. Mhm. Dann würde ich mal einen Planeten aktivieren wollen, in Rightsaw. Ja, damit darfst du dir auf Aktivierung eine Kashtira-Monsterkarte suchen. Ja, mach mal, habe ich nichts gegen. Okay. Und deine Monster kriegen einen Angriffsboost für jede unterschiedliche Eigenschaft auf dem Spielfeld und zwar 100 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Genau. Mhm. Effekte kann ich nicht... Nehmen wir den Oger. Ja. Jetzt macht Marco hier Kashtira Beatdown. So ungefähr. Ja, noch nicht ganz. Aber in die Richtung soll es, wenn es gut läuft, auch gehen. Dann aktiviere ich meine Kashtira Geburt. Mhm. Und ich würde meinen Oger einmal normal. Das darfst du tun, weil durch Kashtira Geburt darfst du einmal pro Spielzug ein Level 7 Monster ohne Tribut normal beschwören. Genau. Ja, dann gehe ich in die Battle-Phase. Ja, das sei dir gestattet. Und greife mit meinem Oger für 3-1 an. Ja, da habe ich die passende Antwort darauf. Ich aktiviere stürmische Spiegelkraft und schicke alle Monster in Angriffsposition auf deine Hand zurück. Kein Problem. So, dann Main Phase 2. Ja. Okay, genormelt habe ich. Mhm. Dann bist du.
Dann, bevor du einen Spielzug beendest, würde ich gerne noch den Effekt von meiner Lady Labyrinth von der Silverbook aus meiner Hand aktivieren. Denn wenn während eines Spielzugs der Effekt einer Labyrinth-Karte aktiviert wurde oder einer normalen Fallenkarte aktiviert wurde, darf ich sie als Spezialbeschwörung in Verteidigungsposition auf das Spielfeld bringen. Ja, ist okay. Tada. So, dann Draw Face, Stamp Face, Main Face. Interessant. Ach so. Oh. Unicorn, Lanze. Stimmt, der war ja von Zauber und Fallen unberührt, genau, der bleibt liegen, richtig. Dann darf er auch nochmal angreifen. Dann darf er noch angreifen, dann nehme ich die 2,5 Schaden noch. 2,6. 2,6, genau. Das ist in, naja, sogar 2,7, weil er ja 200 Punkte hat. Ja, genau, 200 dabei, genau. Ja, stimmt. So, jetzt aber. Gut, dann kommt da trotzdem der Effekt von ihr. Ja, gut, ich hätte jetzt den Effekt sogar noch aktivieren können, um den Angriff abzufangen. Dann, ist okay. Ja, okay. Aber ich hätte in der Endphase gemacht, von daher, alles gut. Dann machen wir so weiter, passt schon. Gut, dann aktiviere ich mein Labyrinth. Mhm. Damit kriegen jetzt ein paar kleine extra Effekte nochmal die Wirkung. Nämlich, wenn ich eine Labyrinth-Falle aktiviere, dann darf ich der Fallenkarte dann einen Zusatzeffekt hinzufügen, dass ich eine Karte bei dir zerstören darf. Und wenn ich eine nicht-Labyrinth-normale Falle aktiviere, darf ich einen Unterwäldler aus meiner Hand oder meinem Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Ja. So, dann switche ich mit meiner Lady Labyrinth von der Silverburg mal in die Angriffsposition. Dann aktiviere ich noch den Effekt von meiner zweiten Lady Labyrinth von der Silverburg aus der Hand, weil ich eine Labyrinth-Karte aktiviert habe. Das zählt nämlich dafür auch. Dann darf ich sie als Spezialbeschwörung in Verteidigungsposition beschwören. Das ist halt doof, dass sie in Verteidigungsposition kommen muss, aber das ist in Ordnung. Dann möchte ich gerne in die Battle-Phase übergehen. Und dann greife ich mit meiner Lady Labyrinth von der Silberburg einmal den Kashtira Einhorn an. Für 300 Punkte Schaden insgesamt. Nee, 200. Der hat 300, genau, der hat 100 Punkte mehr, richtig. Ja, ist dann gut. Dann 200 Punkte Schaden, ja. Und dann beende ich meinen Spielzug. Ja. Draw Standby Main. Effekte sind dauerhaft annulliert, ne? Man soll nicht immer Punkte zahlen dafür? Nein, das muss ich nur einmalig bei der Aktivierung der Karte machen. Okay. Die 800 Punkte Verlust waren nur während des letzten Zuges. Icon P. Oder meint er wegen dem Angriff gerade? Ja, aber da waren die Punkte ja schon wieder hochgesetzt. Also dann kriege ich noch 800 Punkte wieder, richtig. Der war ja reduziert. Ah, so viele. Heute ist was los. Ja, aber danke, Icon. Gut, ich switche erstmal meinen Fenrir in den Angriffsmodus. Ja. Dann schenke ich den Lava-Golem. Ende. Bäh. Das ist unfair. Lass den Quatsch. Ja. Dann normal ich meinen Oger. Ja. Und dann hole ich mir mit dem Effekt von Kashtira Geburt mein Einhorn. Jetzt haben die alle 1, 2, 3, 400 Push. Und dann gehe ich in die Battlephase und greife mit meinem Fenrir deinen Lava-Golem an. Ja. Der Effekt geht ja nicht. Dann für 2,9 mit Einhorn und für 3,2 mit Ruhe. Ja, das sollte mehr als genug sein. Tja, gut, dann geht die erste Runde an dich. Alles klar. Viel Labyrinth, aber wenig Labyrinth. wobei die Kräfteraum ist ja natürlich schon echt nervig. Was? Wer macht denn sowas? Ja, da bringt mir meine ganzen Effekte bringt mir da auch nichts. So. Together.
die Frage, was möchte man alles rein und raus sein? Ja, das Problem habe ich immer, deswegen side ich eigentlich immer so ungern. Ich mag mein Deck eigentlich so, wie es ist. Bleib mal ruhig friedlich da im Chat. Also ja, Fehler passieren, deswegen ist es halt gut, wenn dann sowas halt auffällt. Aber auf dem normalen Event muss das dann auch jeder selbst halt auch dann feststellen. Und wenn es dann beide Spieler nicht merken, dann ist es halt blöd gelaufen am Ende. Von daher, bleibt da ruhig friedlich bitte und seid nett zueinander. Sonst schlägt unser Mod Kari zu. Ja, das kann so gut. So. Würde ich gerne anfangen wollen. Habe ich mir fast gedacht. Südeli. Auf ein zweites. Ja, das sieht doch schon mal ganz anders aus. Ja, ich fange mal an mit... Darf ich anstehen? Wenn du meinst... Dann. Oder? Okay, spiel erstmal. Ich setze 3 Karten verdeckt und dann aktiviere ich den Effekt von Herr des himmlischen Gefängnisses. Achso, was macht der denn? Solange der, also wenn ich den hier vorzeige, sind alle meine gesetzten Karten vor Zerstörung geschützt. Und sollte eine verdeckte Karte aktiviert werden, darf ich den guten Kollegen als Spezialbeschwörung beschwören. Und wenn er dabei offen auf meiner Hand liegt, dann darf ich sogar zusätzlich noch eine Zauber- oder Fallenkarte aus meinem Deck auf das Spielfeld setzen, aber sie wird während der Endphase des nächsten Spielzuges dann verbannt, wenn sie da noch liegen sollte. Aha. Ja. So, und dann würde ich gerne meinen Spielzug auch schon beenden wollen. Okay. Ja, Standby Main. In deiner Standby-Phase würde ich gerne 2 Karten aktivieren wollen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich aktiviere Kräfteraum und ich aktiviere Gosenmatch. Ei. Gosenmatch, was macht die denn nochmal? Solange Gosenmatch auf dem Spielfeld liegt, dürfen wir nur noch Monster von einer Eigenschaft kontrollieren. Also nur Wasser, nur Erde, nur Licht, nur Finsternis. Das macht ja nichts. Das sagst du jetzt noch. Mhm. Tja. Setzen eine Karte? Ja. Special Man Fenrir. Ich aktiviere den Effekt. Da wird dadurch Kräfteraum annulliert. Ach ja, stimmt ja, geht ja gar nicht. Ah, da war ja was. Richtig. da war ja was. Ich geh in die Battlephase. Ja, das ist soweit in Ordnung. Ich greife dich mit 2-4 an. Dann würde ich gerne meine verdeckte Karte aktivieren wollen. Meine Dogmatiker-Bestrafung. Ich werde jetzt eines deiner Monster auf dem Spielfeld, dann lege ich ein Monster von meinem Extra-Deck mit gleich hoher oder höherer Angriffspunktzahl auf den Friedhof. Und dann auf den Friedhof? Ja, und dann zerstöre ich das. Würde ich doch einschalten, weil Effekte in der Hand gehen ja, ne? Die kannst du aktivieren. Würde ich mit dem Shifter anketten, dann würde theoretisch deine Bestrafung nicht funktionieren. Weil ich keine Karte auf den Friedhof legen kann, die wird nämlich stattdessen dann verbannt. Genau. Genau, das auf den Friedhof legen muss ich halt trotzdem machen, weil das halt keine Kosten sind. Aber es kommt halt nicht auf den Friedhof an, von daher ja, verpufft dann der zweite Teil des Effektes. Aber das ist gut für mich zu wissen, dass du sowas dann machst. Dann lege ich einfach mein... Achso, ich muss ja was auf den Friedhof legen, was höhere Angriffspunkte hat oder gleich höher. Dann irgendwas, was auch noch danach noch gut funktioniert. Wahrscheinlich weniger. Dann kommt ein ältestes Wesen Entes. Mhm. So, dann verpufft der zweite Teil des Effektes, weil ich es auf den Friedhof gelegt habe, kann ich halt auch nichts zerstören.
Okay, und dann geht der Angriff von Family durch. Nö, nach dem Resolve meiner Dogmatiker-Bestrafung kommt erstmal noch der Effekt von Herr des himmlischen Gefängnisses. Mhm. Den darf ich jetzt Spezialbeschwören und eine beliebige Zauberfalle aus meinem Deck setzen. Okay. Dann beschwöre ich den als Spezialbeschwörung und setze mir noch eine Karte. Und weil das halt ein Effekt ist, der komplett auf der Hand aktiviert und aufgelöst wird, kann ich halt auch beides machen, auch wenn Kräfteraum halt hier liegt. So, und dann werde ich einfach mal mir einen Topf der Extravaganz auf das Spielfeld setzen. Okay, weil dann hätten wir jetzt ein Replay, weil sich die Position geändert hat. Weil sich die Anzahl der Monster auf dem Feld geändert hat, genau. Deswegen kannst du jetzt den Angriff von deinem Fenrir zurückziehen, wenn du das möchtest. Das würde ich gerne machen. Ja. Und dann würde ich im Mainfest zugehen. Ja. Und würde, weil du einen Monster-Effekt aktiviert hast, Stoß der drei Taktiken aktivieren wollen. Ja, das heißt, du darfst jetzt eine beliebige normale Zauber- oder Fallenkarte vom Deck deiner Hand hinzufügen. Genau. Dann würde ich die Kastira Theosis nehmen. Das ist okay. Hier verbannt. Die würde ich auch direkt aktivieren wollen. Ja. Ich wähle Fenrir und würde ein Monster aus dem Deck. Das kannst du nicht machen. Du kannst nur Monster mit einer Eigenschaft kontrollieren. Und du musst ein Monster mit einer anderen Eigenschaft als das gewählte beschwören. Das kannst du nicht tun unter Gozen Match. Ich darf nur eine. Eine Eigenschaft. Also Wind, Wasser, Erde, alles Feuer. Klar. Okay, ja, dann. Die kannst du gar nicht erst aktivieren. Von daher bleibt die auf der Hand liegen. Gut, dann habe ich hier aufgepasst. So, gut, dann. Und Nikon Sarek, ich habe den Herrn des himmlischen Gefängnisses nicht im Damage-Step beschworen, sondern noch während der Battle-Phase, aber noch vor dem Damage-Step, auf die Angriffsdeklaration quasi. Von daher passt das. War das alles in Ordnung. Dann bist du. Gut, dann Draw-Phase, Standby-Phase und dann gehe ich in die Main-Phase. Und dann aktiviere ich mal meinen Topf der Extravaganz. Das heißt, ich verbanne jetzt drei oder sechs Monster von meinem Extra-Deck, und zwar verdeckt. Und für jede drei Karten, die ich verbannt habe, ziehe ich dann eine Karte. Jo. Verbanne bitte mal sechs Karten. Gut, sechs Karten. Guck mal, was du getroffen hast. Ja, das ist okay. Darf ich denn die zwei Karten noch ziehen? Ja, ist in Ordnung. Gar traumhaft. Dann ziehe ich eine Karte, dann ziehe ich zwei Karten. So. Dann gucken wir mal. Ich darf jetzt für den Rest des Spielzuges keine Karten ziehen. Das ist aber auch in Ordnung, weil ich aktiviere meinen Topf der Gegensätzlichkeit. Ich grabe aus und füge meine Karte meiner Hand hinzu. Das ist nicht das gleiche wie ziehen. Das heißt, ich grabe jetzt die obersten drei Karten meines Decks aus. Eine von den drei Karten darf ich auf die Hand nehmen. Die restlichen Karten gehen zurück ins Deck. Und ich darf für den Rest des Spielzuges keine Spezialbeschwörung durchführen. Nur generell in dem Spielzug keine Spezialbeschwörung durchführen. So. Eins, zwei und drei. Da nehme ich mir das Terror des Oberholzes. Was macht die? Die Karte wählt eine Karte auf dem Spielfeld und eine im Friedhof und tauscht dann einmal aus. Genau. Ja, das war doch ein Highlight von irgendeiner der letzten Sneak Peeks. Ich weiß gar nicht mehr welcher. Ja, das war die von Darkwing Blast. Ja, genau. Das war ganz witzig. So, und da der Dimensionsverschieber noch aktiv ist, wird die Karte verbannt. Der gilt ja noch bis zum Ende meines Zuges. Richtig. So, dann möchte ich gerne als Normalbeschwörung meine Ariane, die Labyrinth-Dienerin, beschwören. Dann switche ich mit meinem Herr des himmlischen Gefängnisses in die Angriffsposition. Und dann würde ich gerne in die Battle-Phase gehen wollen. Kann ich nicht viel gegen tun. Und dann greife ich mit deinem Fenrir mal an für 3000 Punkte und 600 Schaden bei dir. Ja, ist in Ordnung. Und dann kommt noch ein zweiter Angriff von Ariana auf 1600 Punkte Schaden. Dann gehe ich in die Main-Phase 2, setze eine Karte verdeckt und dann gebe ich an dich ab. Okay, Draw, Standby, Main. Haben die jetzt noch irgendwelche bestimmten Effekte oder sonstiges? Grundsätzlich hätte sie jetzt einen Effekt auf dem Feld, aber der wird durch Kräfteraum sowieso annulliert. Ja, also von daher ist das gerade nicht wirklich relevant. Ja, das... Okay. Gleiche Eigenschaft, beides Finsternis, darf ich machen. Dann
würde ich meinen Fenrir specialen. Das darfst du tun. Gehe in die Battle-Phase und greife mit meinem Fenrir deine Ariane an. Darauf würde ich gerne reagieren wollen. Ich aktiviere Terror des Oberholzers. Ich wähle den Fenrir auf dem Feld und einen Dimensionsverschieber im Friedhof. Den Fenrir schicke ich auf den Friedhof und den Dimensionsverschieber setzt du dir auf das Spielfeld. Setzen. Verdeckt. Setzen heißt verdeckt aufs Feld legen. So, und auf den Resolve. Nee, noch nicht. Dann darfst du weitermachen. Main Phase 2. Dann schenke ich dir einen Lava-Golem. Ich habe doch gar keine. Aber ich habe ein finsternes Monster. Und wenn ich die Tribute, funktioniert das nicht? Du kannst keine Beschwörung versuchen auf eine Eigenschaft, die ich nicht schon kontrolliere. Okay. Oh Mann, ja, dann bist du dran. Gut, dann würde ich in der Endphase noch aktivieren wollen. Den Effekt von meiner Lady Leppin von der Silberburg. Möchte ich gerne special. Ja, ist okay. Scheint so. Draw Face. Stepper Face. Main Face. Das ist echt ärgerlich. Für dich, ja. Ja. Battle Face. Angriff mit der Lady Labyrinth von der Silberburg. Ja. Dann Angriff mit Herr des himmlischen Gefängnisses für 3000 Punkte und Ariana für 1600 Punkte. Für insgesamt 4-6 Schaden. Dann Main Phase 2 lege ich noch eine Karte verdeckt. Und dann bist du dran. Ärgerlich. Ja, da ist nicht viel gerade. Im normalen Spiel wird das super, aber so, so macht das keinen Spaß. Ja, ne, 1-2 habe ich noch. Du hast noch genug. Ich habe noch über 7000 Punkte. Ja, dann ist das deins. Gott, kann ich nicht viel machen. Dann gehen wir in Game 3. Ja, Kräfteraum ist natürlich eklig in dem Verlauf jetzt. Ja, deswegen spielt man die auch dreimal. Ja, absolut verständlich und absolut in Ordnung. Ein Gosen-Match ist natürlich auch nicht unbedingt viel schöner. Packen wir den mal wieder raus. Du kommst raus. Der Damage-Step ist der Punkt, an dem der Schaden auch tatsächlich berechnet wird. Macron, Sarek. Also wenn wirklich abgeglichen wird, wie viele Punkte hat das angreifende Monster und das entweder angegriffene Monster oder halt der Spieler. So, vor der Schadensberechnung gibt es halt erstmal die Angstdeklaration und dann kann man halt noch lange, bevor man den Damage-Step kommt, noch halt Effekte aktivieren und auflösen. Ja, das macht nichts. Dann gehe ich diesmal first. Das habe ich befürchtet. 4, 5. So, dann gucken wir mal. Auch ein gutes Letztes. Ja, dann hau mal raus. Ach, verdammt. Schön. Ich fange an, indem ich eine Karte setze. Ja. Dann aktiviere ich meinen Planeten. Ja. Dann würde mir gerne eine Karte der Hand hinzufügen. Dann such dir mal einen Kaschera-Monster. Ja, mach mal. Immer das. Das gute Einhorn. Genau, das will ich auch direkt specialen. Das darfst du tun, aber auf die Spezialbeschwörung würde ich gerne reagieren wollen. Ich aktiviere meinen Kontakt C. Was macht das? Wenn du ein Monster beschwörst, als normal oder Spezialbeschwörung, darf ich den Kollegen als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschwören. Mhm. Und solange der auf dem Feld liegt, darfst du nur noch Monster aus dem Extra-Deck rufen, in denen du ihn explizit als Material mitverwendest. Mhm, okay. Mitverwende? Ja, du musst ihn als Material für deine Extra-Deck-Beschwörung benutzen. Das ist ja kein Thema. Das sagt er jetzt. Hat er irgendwelche bestimmt ein... Ne, den kann ich doch ganz normal für Link. Ja, ist okay. Ja.
Muss halt das passende Monster beschwören können. Ja, oder ich tribute den einfach weg, das geht ja bestimmt auch. Theoretisch. Das ist richtig. Ja, dann nehmen wir den Effekt vor, oder muss ich den Effekt von Unicorn aktivieren wollen, um mir eine Karte, eine Zauberkarte zum Deck der Hand hinzuzufügen. Ja, mach mal. Die ist falsch rum. Nehmen wir die Kastira Theosis. Mhm. Die würde ich auch aktivieren wollen. Mhm. Wähle mal ein Unicorn, um mir ein Fenrir zu specialen. Mach das mal. Dann Effekt vom Fenrir. Du möchtest ein Kastira-Monster suchen. Ja, noch, wenn ich darf. Ja, mach mal. Start. Den würde ich auch spezial beschwören. Das darfst du tun, ja. Den Effekt aktiviere ich noch nicht. Und dann gehe ich mit Kontakt C, dem Unicorn und dem Fenrir in einen schwarz glänzenden Soldaten. Oh! Die kriegst du wieder. Okay. Die gehen weg. Interessanter Move. Dann würde ich eine Kastira Geburt aktivieren wollen. Ja. Dann würde ich meinen Ogre normen. Das kannst du tun, ja. Dann aktiviere ich den Effekt von Reisart. Nee, noch nicht. Dann aktiviere ich den Effekt von Geburt. Mhm. Ich hole mir meinen Fenrir wieder. Mhm. Dann gehe ich mit Ogre und Fenrir in eine Xyz. Mhm. Und dann schmeißt er gleich mit Stein. Wenn es so ist, dann ist es so. Dann aktiviere ich den Effekt von Reisart. Ich verbanne eine Karte aus meinem Deck und du die drei obersten Karten meines Decks, ja. Genau. Und zwar den Urknall. Mhm. Dann verbanne ich verdeckt, ne? Ja, drei Stück. Eins, zwei und drei. So, jetzt würden zwei Effekte triggern. Shangri-La und der Urknall. Ja. Ihre als Kettenglied 1, Urknall als Kettenglied 2. Mhm. Weil Urknall verbannt worden ist, kann ich mir ein abhängen und direkt wieder beschwören. Mhm. Das wäre schön. Und Shangri-La würde dir eine Zone blocken. Okay. So. Dann würde ich mit meinem Reisart und meinem Fenrir. Genau, man sollte noch erwähnen, dass eine Stufe um 3 erhöht ist. Achso, ja, genau. Na? Die Stufe wird erhöht um 3. Dann würde ich mit meinem Fenrir und meinem Reisart in einen Diabolos gehen. Mhm. Und würde den Effekt aktivieren wollen. Das heißt, du darfst jetzt eine Karte aus meinem Extra-Deck dir aussuchen, die und, verdeckt verbannen. Genau. Würde den Fenrir würde ich dann abhängen. Davon jetzt richtig ist, den mag ich nicht. Der wird verdeckt verbannt. Der Baguska. Der arme Baguska, der hat doch nichts gemacht. Ja, dann kommt der Effekt von Shangri-La nochmal und ich kann hier wieder eine Zone blocken. Mhm. Da wieder viele Fallen nutzt, finde ich es glaube ich schöner, die Fallen wegzuhauen. Okay, jetzt würde der Effekt von Gedankenecker triggern. Die kommen beide eigentlich in eine Kette. Also, wenn du die Kette nicht angesagt hast. Okay, der zweite auch. Ja, der kommt ja auch, wenn eine Karte fertig verbannt wird, kommt der Effekt von ihm ja. Na, okay. Und das gut. Ist ja beides der gleiche Trigger in dem Fall. Okay, dann habe ich den jetzt vergessen. Dann habe ich noch eine Karte. Dann würde ich den Fenrir verbannen. Ja, passt. Ich würde den Effekt von Kastira Tränklage aktivieren wollen. Mhm. Würde den Fenrir verbannen, um ihn zu beschwören. Ja. Zu splashen. Effekt von Kastira. Mhm. Drei bei dir milden. Ich komme auf den Friedhof dann. Genau. Den Fall, ne? Okay. Und dann gehe ich mit meiner Kastira Tränenklage oder Tränenklage Kastira würde ich in einen Kastira Reisart gehen. Das kannst du machen, wenn du den Effekt von Shangri-La benutzt hast in diesem Spielzug. Genau. Und dann kommt der Effekt von Reisart und das Material von Ira würde sich bei ihm anhängen.
Okay, nein. Nur wenn du ihn als Material benutzt hättest, dann würde sich sein Material... Bei ihm? Ja, ja. Ach so, ich... Nein, nein, also so. Du hast ja die... Dann haben wir... Ja, die bleibt da schön drunter. Das Material der Karte, also wenn du ein Exis-Monster als Material genommen hättest für den Kashtira Arisa, dann würde das Material da drunter bleiben, aber du übernimmst nicht das Material von einem anderen Monster. Falls in diesem Spielzug ein Effekt von Kashtira Shangira vorgibt, transferiere sein Material an diese Karte. Ja, das gehört zu dem Material, was du, also von dem Monster, was du als Material für die Beschwörung von ihm benutzt. Aha. Also wenn du jetzt ihn als Material genommen hättest für Arisa, das geht ja auch, du kannst nicht jedes Kashtira-Monster halt nehmen, dann wäre halt sein Material bei ihm unten drunter geblieben, aber du überträgst halt nichts von einem anderen Monster. Also habe ich bis jetzt immer nur so gesehen, deswegen wundert mich. Okay, dann enden wir auf... stopp. So. Okay. Und dann bist du. Alles klar. Draw Phase, Standby Phase, Main Phase. In der Standby Phase. Ja. Der Effekt von Shangri-Ira. Ich würde gerne nochmal was specialen wollen. Mach das. Und zwar ein Fenrir. Mhm, okay. Dann darfst du nochmal abheben. Und ich werde dich vergessen. Achso, der Arisa ist natürlich Makrokosmos, alles was jetzt anstatt auf dem Friedhof geht, wird stattdessen verbannt, ja. Genau, und er darf jedes Mal, mandatory, muss er sich was anhängen, wenn das verbannt wird. Genau. Ja. Gut, dann fangen wir doch mal an mit einem Topf der Extravaganz. Das füttert jetzt zwar dich ein bisschen, aber das ist in Ordnung. Aber erstmal verbanne ich als Kosten und dann löse ich den Effekt auf und dann in einer neuen Kette kommen erst die Effekte von deinen Karten. Vor allem erstmal die Geburt. Die wolltest du nur schon mal ansagen. Die kommt halt auch in der neuen Kette erst. Also genau, ja. Mir wurde gesagt, ich muss das vernünftig ansagen. Weil ja, richtig, aber auch wie gesagt, erst in der neuen Kette, wenn der Effekt auch tatsächlich eintritt. 4, 5, 6. Gut, darf ich dann die zwei Karten ziehen? Ja, darfst du. Also, willst du bestimmt mal gucken. Ja, wäre schon nicht ganz so interessant, was ich jetzt verbannt habe oder du mir verbannt hast. Eine neue Kette würden dann 1, 2 Effekte triggern. Gut, erstmal ziehe ich jetzt 2 Karten. Das darf ich, hast du ja gesagt. Mhm. So, jetzt darfst du deinen ganzen Trigger-Effekt auflösen. Gut, dann kommt als erstes der Trigger-Effekt von Shangri-Ira. Ja. Weil was verdeckt verbannt worden ist, blocke ich die eine Zone. Du müsst zuerst die weiteren Karten auf die Kette legen, bevor du jetzt anfängst, Effekte aufzulösen. Ja, weil nicht, machen dass wir so. Du, ne, weil, genau, ja. Dann machen wir erst Shangri-Ira. Ja. Dann kommt die Geburt. Der muss aber als, also der, der muss als Captain Need 1 kommen, weil das ist nämlich ein Muss-Effekt. Okay, dann kommt erst Arisehard als Captain Need 1. Ja. Dann würde Shangri-Ira als Captain Need 2 kommen. Ja. Dann würde Geburt als Captain Need 3 kommen. Ja. Dann würde Shangri-Ira als Captain Need 4 kommen. Wieso als 4? Wieso kommt der zweimal? Weil der Geburt auch wieder 3 verdeckt verbannt aus seinem Friedhof. Das kommt aber erst dann auch wieder in einer neuen Kette. Ah, okay. Also, ja, okay. 1, 2, 3. Okay. Ja. 1, 2, 3. Gut. Das heißt. Kashtira Geburt kommt, weil ich eine Zauberkarte aktiviert habe oder einen Zaubereffekt. Das heißt, du kannst jetzt 3 Karten in meinem Friedhof wählen und sie verdeckt verbannen. Mhm. So. Alles schön sauber der Reihe nach, bitte. Gut, so. Genau. Diabolus kommt dann wieder in der neuen Kette. Weil verdeckt verbannt worden ist. Kommt auch erst einmal. Mach erstmal die aktuelle Kette. Bitte alles schön langsam und sauber. So, damit das auch alles hier sauber funktioniert. Genau. So. Also 3 Karten vom Friedhof lassen wir erst verbannen. 1, 2, 3. Gut. Verdeckt. Gut, die werden jetzt verdeckt verbannt. Dann lösen wir jetzt den Effekt von Shangri-Ira auf. Das heißt, du verbietest mir wieder eine Zone. Mhm. So, jetzt löst sich der Effekt von Arisehard an. Eine von den Karten, die jetzt gerade verbannt wurden, hängt er sich jetzt als Material an. Irgendeine beliebige Karte hängt er sich als Material an. Ne? Genau. Es muss halt keine von denen, die jetzt gerade verbannt worden sind, sein. Genau. Du kannst eine verbannte Karte als Material an dieser Karte an. Genau. Ja. Gut. Dann kommt nochmal die Ira. So, jetzt neue Kette. Neue Kette. Weil jetzt was verdeckt verbannt wurde. Genau, dann würde nochmal die Ira triggern. Ja. Und der Diabolus. Gut, das heißt, Kette die 1, Kette die 2. 2. Kommt, der ist auch nicht once per turn, oder? Nein, nur einmal pro Kette. Jedes Mal mit einmal. Okay, das heißt, der Effekt kommt sogar als Kette die 1 auch nochmal. Okay. Dann. Ja, das heißt, 1, 2, 3. So, das heißt, ich verbanne jetzt erstmal Karten von meinem Deck. Mhm. Achso, ja genau, ist ja noch. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, weil ich 13 verdeckt verbannte Karten habe, muss ich aber 13 Karten verbannen. Mhm. 11, 12, 13, so. Dann kommt sein Effekt, er blockiert mir wieder eine Zone und dann kommt Arisehard und hängt sich nochmal eine Karte an. Mhm. Mhm. Und dann würde eigentlich nochmal der Ira kommen. Weil wir ja dreimal verdeckt verbannt haben. Ja.
Und der Arise hatte kommt auch noch mal. Der muss dann nochmal seinen Effekt aktivieren, weil ja wieder Wasserband wurde. Nicht dein Topf. Jetzt nimmt doch noch meine Karte, das wird auch noch frech hier. Gut. Ich glaube, dann... Haben wir es jetzt mal? Darf ich fragen, wie viele Karten verdeckt verbannt oder wie viele Karten verbannt hast? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 in Summe. 26. In Summe. Wie viel Zeit haben wir noch? Ein paar Minuten haben wir noch. Okay, dann würde ich das 26 mal 3 sind 6000, 7000, 7200. Ne, du darfst noch spielen. Gut. Dann. Gut, mache ich jetzt in der Main-Phase weiter und möchte gerne in die Battle-Phase eintreten. Mhm. Gut, dann gehe ich ans Ende der Battle-Phase. Mach, was du nicht lassen kannst. Ich aktiviere ausgeglichener Zweikampf. Kein Problem. Ich würde was drauf anketten wollen. Ja. DD Dynamit. Jetzt kriege ich 300 Punkte Schaden für jede meiner verbannten Karten. 26 Karten mal 300. 6000 sind 7800. Richtig. Und bei mir geht alles bis auf der Reisert. Gut, das offene Makrokosmos willst du also behalten. Jep. Gut. Und weil Karten verbannt worden sind, darf er sich wieder was anhängen. Ja. Das DD Dynamit geht tatsächlich auf den Friedhof, weil sie als Verbraucher. Ne, geht auch verbannt wegen dem Effekt von der Reisert. Genau. Dann würde der aber die Karten gehen alle verdeckt wegen dem Evenly Matched. Ah ja, genau. So, diese bis auf das Exis-Material, das wird offen verbannt. Ah. So, der Ogre ist dann offen, der Reisert ist offen und das Rest war's. Ja, der geht verdeckt, genau. So, und die waren offen verbannt. Offen. So, und jetzt darf ich mir eine wieder anhängen. Ja. Möchtest du die Zone wieder freimachen? Ja. Nur mal so am Rande. Ich frage für einen Freund. Für einen Freund, sagt er. Für deinen kleinen Freund, oder was? Da liegt noch eine. Ja. So, dann weiter im Text. Main Phase 2 bin ich ja noch dran. So, der ist jetzt nur noch ein laufendes Makrokosmos. Und ich kann einmal pro Spielzug bei dir was verbannen. Ja, indem ich drei abhänge als Schnelleffekt. Wenn du abhängst, kannst du eine Karte auf dem Spielfeld, während sie verdeckt verbannen. Ja. Gut, dann komme ich erstmal mit einer Normalbeschwörung um die Ecke, nämlich Ariane, die Labyrinth-Dienerin. Ich würde mir gerne eine Labyrinth-Karte suchen wollen, wenn du nichts dagegen hast. Nee, nicht so gerne. Ich hänge drei ab. Ja gut, der Effekt löst sich trotzdem auf, auch wenn, ach so, du, sie, auch wenn du sie verbannst. Das ja, nee, dann ist es doof. Komm, mach mal. Gut, dann suche ich mir mein großes Willkommenslabyrinth. Was macht die? Die beschwört mir ein Labyrinth-Monster aus meinem Deck und gibt dann anschließend eines meiner Monster, das ich kontrolliere, auf die Hand zurück. Mhm. Und ich kann die Karte vom Friedhof verbannen an eines meiner Unterwäldler-Monster, während ich kontrolliere. Oder falls ich ein Monster, eine Unterwäldler-Stufe 8 oder höher kontrolliere, darf ich eines deiner Monster wählen und es auf die Hand zurückschicken. Mhm. Aber den Effekt kann ich halt nicht machen, wenn halt der Arise halt mir alles vom Friedhof verbannt, was ich da hinlegen würde. Ja. So, dann... muss ich mal kurz gucken. Okay. Puh, ja, doch, das ist in Ordnung. Dann werde ich jetzt drei Karten verdeckt setzen. Mhm. Und dann meinen Spielzug erstmal beenden. In der Endphase würde ich seinen Effekt nutzen wollen. Mhm. Ich hänge drei Karten ab. Mhm. Eins, zwei und drei. Mhm. Und würde die verdeckt verbannen wollen. Ja. Die drei werden auch verbannt. Und weil sich was verbannt hat, darf ich bei ihm was wieder anhängen. Ja. Nehmen wir mal den Urknall. Und dann darfst du weitermachen. Darf ich. Draw, Standby. In der Standby-Phase würde ich den Effekt von Arise halt nochmal nutzen wollen. Ja. Wieder drei Karten abhängen. Weißt du, ein Muster in Karte als Ziel wäre wahrscheinlich schon. Ne? Eine Karte auf dem Spielfeld werden. Ja, genau. Okay, dann häng mal ab und dann wähle. Die Karte will er aktivieren. Dann. Schäle ich die Karte an, ich aktiviere Willkommenslabyrinth. Das heißt, ich habe jetzt ein Labyrinth-Monster aus meinem Deck beschwören. Mhm.
dann beschwöre ich meine Ariana, die Labyrinth-Dienerin. Okay, dann wird die Karte nicht verdeckt verbannt. Die wird dann einfach nur offen verbannt. Genau, dann kann ich wieder eine Karte anhängen. Ja. Okay. Dann auf den Resolve, weil ich eine verdeckte Karte habe. Wir sind noch in der Standby. Das ist egal. Egal, okay. Ich habe einen Schnelleffekt, deswegen kann ich den Effekt von meiner Lady Labyrinth aktivieren und sie hat Spezialbeschwörung beschwören. Okay. So, jetzt darfst du weitermachen. In der Main Phase. Dann von. Ja, okay. Ja. Das ist ein optionaler Effekt, ne? Jetzt mit dem Verwundern. Du kannst. Ja, das ist ein optionaler Effekt. Den muss er nicht unbedingt machen. Melden? Den Effekt von dem Urknall. Der hätte sich aktivieren können. Ah, okay. Ja, richtig. So, dann. Der Weißdor. Ja. So, jetzt wird die Landform verbannt. Mhm. Weil die verbannt worden ist, darf ich was anhängen. Ja. Rufner. Dann aktiviere ich den Planeten, um mir was der Hand hinzuzufügen. Ja. Sie übrigens nicht erzielt für Karteneffekte werden, solange ich eine gesetzte Karte habe. Und sie kann natürlich durch Karteneffekte zerstört werden. Das nur so als Nebenbei-Info. Ja, aber theoretisch mit einem Schreckenslow Kaschira wird es doch funktionieren, weil der die Effekte annulliert. Solange die Karte nicht zielt. Diese Karte kann angreifen, solange auf dem Verdammten, falls sie die zufällige Defin. Falls dein Kaschira Monster Schreckenslow gegen den Mund. Passt. Ich nehme mir den Schreckenslow Kaschira. Mhm. Den einmal specialen. Ja. Indem ich mein Unicorn verbanne. Mhm. Weil was verbannt wird. Darfst du dir wieder was anhängen? Darf ich mir wieder was anhängen? Ah, ich hätte auch mal einen blöden Theosis verbannen können. Dann gehe ich mit ihm in Angriffsmodus. Mhm. Dann greife ich mit meiner Schreckensklaue Kastira mit. Achso, hier die E29. Dann greife ich mit meinem Arisehard mit 3 deine Ariane an. Für 1,4. Eigentlich sogar 1,5. 1,5. Ja, reicht. Ja, und jetzt. Dann geht das Duell an dich. Jo. Ja. Ja. Jetzt hast du auch mal eine nette Karte kennengelernt. Ja, das war die erste Runde der heutigen Lockets. Ich hoffe, euch hat das Duell gefallen. Falls euch das Duell gefallen hat, könnt ihr mal ein Like da lassen, Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich zur nächsten Runde dann nochmal wieder. Viel Spaß noch und bis später. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Jungs. Und Mädels.